Moin moin liebe Freunde der Bewegung und des Fitnesssports. Zum heutigen Mobility-Tipp. Diesmal geht es um den Handstand. Ich habe nämlich von Tjalf eine Frage bekommen, ob ich denn mal Angst gehabt habe vor dem Handstand. Und am Anfang war es sicherlich so, dass ich ein bisschen Angst vor dem Fallen hatte. Deswegen kommen jetzt die Tipps, die du machen kannst. Du siehst schon, ich mache hier Purzelbäume. Purzelbäume, warum? Das baut nämlich schließlich darauf auf, dass du letztendlich die Sicherheit hast, aus dem Handstand dich abrollen zu können. Dazu aber später mehr. Alles fängt an beim ersten Schritt. Deswegen übe die Vorwärtsrolle, übe den Purzelbaum. So lustig es vielleicht auch aussehen mag oder so einfach es auch klingt, da die Sicherheit zu haben und sich an diese Rolle zu gewöhnen, ist sehr, sehr wichtig. Jetzt mal eine gesprungene Variante und achtet dabei, ihr seht es, ich nehme den Kopf immer ein Stück zur Seite, damit ihr nicht eure volle Belastung auf der Halswirbelsäule habt, die sehr, sehr fragil ist, vor allem bei solchen Stößen. Und wenn ihr das geübt habt, wenn ihr ein bisschen mehr aus dem Sprung, aus dem Schwung kommt, dann könnt ihr euch ein bisschen mehr auf eure Hände werfen, als wärt ihr schon fast im Handstand. Also den Weg vom Boden zu dir zu vergrößern. Und dann natürlich immer weiter und immer weiter üben. Dann kommt ihr letztlich in den Handstand und rollt euch daraus ab. Da ist es wichtig, dass ihr, wenn ihr hochgeht und die Kontrolle verliert, versucht noch möglichst dagegen zu halten mit den Armen. Also wirklich eine negative. Und dann habe ich euch noch eine andere Technik hier mitgebracht. Und zwar einfach in den Handstand zu gehen und über die Seite rauszugehen. Ihr müsst euch nicht immer abrollen, wenn euch das unangenehm ist zum Beispiel. Ihr schwingt euch hoch und dann seht ihr, ich drehe mich mit der Hüfte schon weg. Das ist sehr, sehr einfach und eigentlich auch immer umsetzbar. Wie kommst du dahin? Wenn du noch nicht die Koordination hast, mach einfach einen Ratschlag oder versuch den Ratschlag erstmal. Stück für Stück setzt du dann diese Dinge zusammen. Nicht nur, dass es Spaß macht, also mir persönlich macht es sehr viel Spaß. Eine andere Sache ist, diese Überkopfposition, dass die ungewohnt ist. Da ist die Brücke sehr, sehr gut. Und zum anderen, hängt euch irgendwo kopfüber hin. Das ist nämlich auch ein Punkt, den viele sehr gewöhnungsbedürftig finden, am Anfang über Kopf zu sein. Was natürlich auch sehr verständlich ist. Deswegen auch mal den Kopf ein bisschen bewegen, dass ihr euch diesem vestibulären System ein bisschen auch Adaption gibt, also eurem Gleichgewichtssinn, eurem Gleichgewichtsorgan. Das war's schon wieder heute mit dem Mobility-Tipp. Und wenn du Handstand übst, dann gib dem Video einen Daumen hoch, schreib in die Kommentare, was bei dir momentan die größte Schwierigkeit ist. Und wenn du Fragen hast, und dann freue ich mich, wenn du beim nächsten Video wieder dabei bist. Bis dahin, mach's gut. Dein Leon. Ciao.